Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, wie gestern angekündigt, habe ich heute Volker Schulz zugeschaltet von der Aktionärsbrief, ja aus dem renommierten Börsenbriefhaus Bernecker. Ja, aktuell ja wieder voll im Dienst nach überstandener Covid-19-Erkrankung. Erstmal die Frage vorweg natürlich, Volker, alles wieder bestens? Es ist alles wieder bestens, alles funktioniert wieder. Ich kann wieder 5 Kilometer laufen und das Leben macht wieder Spaß, danke. Ja, vor allen Dingen natürlich, ihr habt ja auch mit Armin Laschet, den Eröffnungs- oder Öffnungsmeister von Deutschland, der ja am schnellsten auch wieder Richtung Lockerung gehen will. Von daher ist ja, ich meine, auch in Hessen jetzt dürfen wir wieder ohne Mundschutz jetzt die Restaurants betreten. Also es tut sich ja was, von daher sind wir mal froh oder optimistisch, dass die nächsten Wochen weitere Besserungen mit sich bringen. Und die Börse natürlich in diesem Umfeld, ja, die feiert scheinbar diese Lockerungsmaßnahmen, obwohl ja eigentlich fundamental noch lange nicht alles im grünen Bereich ist. So ist es. Die Börse feiert. Die Börse ist in Hochstimmung. Man muss sich einfach mal einen DAX-Chart oder einen S&P 500, die muss man mal übereinanderlegen mit den Konjunkturindizes oder mit den Frühindikatoren wie ISM oder IFO. Ja, das ist eine Riesendifferenz, die dort entstanden ist. Irgendwann wird sowas natürlich wieder zurückgepfiffen. Das ist auch klar. Weil im Moment macht es halt die monetäre Seite. Wenn wir uns die Bilanzsummen der Notenbanken angucken und die mit dem Geldmengenwachstum M3 vergleichen, dann sehen wir sofort, hey, da landet unheimlich viel Geld direkt am Kapitalmarkt. Und deshalb marschiert der Markt natürlich jetzt brutal nach oben. Da sind wir ja wieder am entscheidenden Punkt. Im Grunde genommen, was die Börsenkurse ja ausmacht, das ist letztendlich Angebot und Nachfrage. Und wenn jetzt die ETFs und die Fondsmanager mit Kapital zugeschüttet werden, ja, wo wollen sie mit dem Geld hin? Sie müssen ja investieren. Natürlich, sie müssen investieren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das wirklich der einzige Aspekt ist. Wenn wir von Öffnungsmaßnahmen sprechen, dann wird sich das ja auch so langsam in der Wirtschaft bemerkbar machen. Das heißt, wir sehen ja schon so leichte Drehs im IFO, im ISM. Das dreht ja schon so langsam nach oben, auch wenn die Differenz zu den Indizes noch sehr, sehr groß ist. Aber wir öffnen und das nimmt auch einen Markt vorweg. Der Markt weiß, es wird irgendwann wieder eine Normalität geben. Und ich sehe das auch im täglichen Leben hier. Also die Normalität, die beginnt. Wenn ich nach Heinsberg fahre zum Einkaufen, dann sehe ich, dass die Geschäfte voll sind. Wenn ich mit meinem Schwager spreche, ob er schon wieder Autos verkauft hat, dann bejaht er das. Also das öffentliche Leben, das beschleunigt wieder. Der Markt nimmt dieses natürlich vorweg. Dazu kommt dann, die Unternehmen, die stellen sich natürlich darauf ein, was macht ein Unternehmen in einer Krise? Es dreht jeden Bleistift um, es guckt in jede Ecke, wo kann ich effizienter werden? Und wenn diese Umsätze jetzt wieder auf diese schlankeren Unternehmen trifft, dann entstehen daraus natürlich am Ende, wenn alles wieder normal läuft, Margensprünge, dann hast du sogar neue Rekordgewinne und wir wissen auch, Börsen im mittelfristigen Trend orientieren sich nun mal auch an den Gewinnentwicklungen der Unternehmen. Ja, wobei man ja auch sagen muss, letztendlich, es fehlen ja auch die Anlagealternativen und es ist ja auch absurd zu denken, dass wir irgendwann wieder ja in Deutschland das Geld zur Bank bringen und dafür 4% Zinsen bekommen. Natürlich, wir haben eine Monetarisierung der Staatsschulden, das weiß inzwischen jeder. Und ob das Geld jemals wieder zurückgezahlt wird, das bezweifle ich sehr, sehr. Also eine Monetarisierung der Staatsschulden. Wir haben gleichzeitig Konjunkturpakete, die jetzt kommen. 17, global sind es 17 Billionen Dollar, die da in die Märkte, in die Wirtschaft gepumpt werden. Das ist ja schon eine enorme Summe. Das heißt, die Notenbanken halten auf der einen Seite durch ihre Anleihenkäufe natürlich die Zinsen unten. Andererseits kommen Richtung 21, 22 brutale Konjunkturprogramme auf uns zu, die natürlich auch noch inflationsbeschleunigend am Ende wirken könnten. Und dann kann ich mit Anleihen natürlich nichts anfangen. Da muss ich Aktien kaufen, da muss ich Produktivkapital kaufen, dann muss ich vielleicht auch noch Gold kaufen.
Ich weiß nicht, ob dir das in deinem näheren Umfeld genauso geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass selbst Leute, die jetzt wirklich jahrelang auch mit Aktien nichts am Hut hatten, jetzt auf einmal wirklich aus Angst vor dem, was vielleicht dem Ersparten droht oder sonst was, sagen, ich glaube, ich muss mich mal mit Aktien beschäftigen. Geht dir das auch so? Das geht mir auch so, aber wir spüren das auch selbst in unserem Betrieb. Das Börsenbriefgeschäft ist ja nun über die letzten Jahre nicht unbedingt sehr einfach gewesen, aber wir spüren es auch an den Auflagen, ja, die sich durchaus sehr positiv entwickeln in diesem Zeitraum. Und das hatten wir so in den letzten Jahren eigentlich nie erfahren. Also die Leute spüren offenbar, dass sie etwas machen müssen, ja. Ja, kommen wir jetzt mal zur aktuellen Marktlage. Donald Trump ist ja mal wieder der Faktor der Stunde, ja, der aktuell ein bisschen die Technologiebranche ein bisschen wieder in Aufruhr bringt. Ja, also die Technologieaktien waren ja nah davor, also Nasdaq neue Höchststände zu markieren. Dann nimmt sich Donald Trump eigentlich sein allerliebstes Kind zur Brust, nämlich Twitter, und will den sozialen Medien an den Hals. Ja, was hältst du davon? Ja gut, es ist Donald Trump. Man muss ihn so nehmen, wie er ist. Es ist auf der anderen Seite auch traurig. Ich meine, in Amerika zählt nichts anderes mehr als Meinungsfreiheit. Und sein Angriff ist nachvollziehbar. Er möchte natürlich auch im September wiedergewählt werden und hat Angst, dass die sozialen Medien ihm nun einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich denke, dass sein Angriff auf die sozialen Medien eher wirklich ins Abseits laufen wird. Ich glaube nicht, dass er hier irgendetwas wird erreichen können. Das Repräsentantenhaus müsste da auch noch mitspielen und da wiederum spielen die Demokraten nicht mit. Also klar, das hat die Technologiewerte jetzt ein bisschen gedrückt, aber es wird nicht nachhaltig sein. Da bin ich mir relativ sicher. Wir müssen dazu sehen ja auch, dass die Technologiewerte top gelaufen sind, ja, in den letzten Monaten. Sie waren ja eigentlich der Covid-19-Profiteur, wenn man das so sieht. Wenn ich mir jetzt die letzten Tage gucke, dann merkt man schon, dass es am Markt so eine Art Gruppenrotation gab, was zuletzt besonders und was die Indizes jetzt hochgehoben hat, das waren ja diejenigen, die wirklich noch weit, weit unten waren. Ja, da wurde quasi in Anführungszeichen Schrott jetzt hochgekauft, während die Technologiewerte mal Luft ablassen. Ich finde, das ist auch total gesund. Absolut, also Branchenrotation ist immer gut, dass auch mal Trends eben eine Pause machen, gerade eben im Technologiebereich, kann ja nicht geradlinig immer weiter nach oben gehen. Aber wie du schon sagst, Technologieaktien waren die Profiteure dieser Corona-Pandemie, ja auch in China. Aber jetzt baut ja Trump hier eine zweite Front auf, nicht nur in Bezug auf China generell. Es ist ja auch vom geplanten Delisting chinesischer Aktien die Rede. Die kam deswegen ja auch in New York etwas stärker unter Druck zuletzt. Ja, auch das Politik oder auch etwas Fundamentales, was dahinter steckt? Es ist Politik einerseits, aber es ist natürlich auch fundamental wichtig für China oder für die chinesischen Werte selbst. Dahinter steckt natürlich klar auch Wählergunst, das muss man auch sagen. In China hat sich in den letzten Monaten doch in Amerika eine sehr anti-chinesische Stimmung aufgebaut. Zwei Drittel der Amerikaner sind wirklich anti-China gestimmt und das wissen auch die Demokraten. Und wenn Trump jetzt hier Gesetze einbringt, die Delistings chinesischer Firmen vorsehen, die mehr Transparenz vorsehen, sodass die chinesischen Firmen wirklich darlegen müssen, werden sie vom Staat gelenkt oder werden sie das nicht, ja, dann muss man das schon ernst nehmen, weil die Demokraten werden da Trump nicht reingrätschen können. Also von daher, das ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen geschehen wird. Man wird sicherlich Fristen einräumen. Die chinesischen Unternehmen werden 3 Jahre wohl möglich Zeit haben, um diese Transparenz eben darzulegen. Aber es ist wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber ich finde auch, dass die chinesischen Unternehmen natürlich diesen Transparenzpflichten auch nachkommen sollten. Es käme ihnen ja nur zugute. Immerhin, es gibt keinen liquideren Aktienmarkt als den amerikanischen. Klar kann ein chinesisches Unternehmen nach Shanghai gehen, nach Shenzhen oder nach Hongkong, aber es ist eben nicht vergleichbar mit Amerika. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner mit den chinesischen Unternehmen und mit den chinesischen IPOs natürlich auch unglaublich viel Geld verdient. Die haben damit Milliarden verdient. Ja? Also es bleibt eigentlich zu wünschen, dass die Chinesen diesen
neuen Transparenzvorschriften auch wirklich entgegenkommen. Wenn sie es nicht tun, okay, dann muss ich auch ehrlich sagen, dann haben sie es nicht verdient, an der amerikanischen Börse gelistet zu sein. Und in dem Fall kann ich mir auch vorstellen, dass wir nochmal Druck auf China-Aktien bekommen würden. Dadurch werden die Unternehmen selbst nicht schlechter, das werden dann vielleicht sogar neue Chancen. Das muss ich auch dazu sagen. Die Qualität eines Unternehmens hängt nicht davon ab, wo sie gelistet ist am Ende. Wir haben uns ja schon oft über China unterhalten und du bist ja auch der Meinung, dass langfristig natürlich da extrem hohe Chancen auch lauern. Es ist natürlich so, die chinesische Politik ist natürlich immer ein bisschen wirklich einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Das geht ganz langsam in Richtung Öffnung. Aber es hat sich ja auch schon einiges getan. Also der Zugang in den Bankensektor ist gegeben. Also die Chinesen gehen dann natürlich sehr, sehr vorsichtig vor. Aber die Richtung an sich stimmt ja eigentlich, dass man sich dem Weltmarkt ja auch öffnen muss, ausländischen Firmen öffnen muss. Also ich glaube, da darf man durchaus auch ein gewisses Vertrauen haben, dass natürlich dieses Säbelrassen, was stattfindet, am Ende dann doch auch immer wieder zu brauchbaren Ergebnissen führt. Und da dürfen wir Trump ja sogar ein bisschen dankbar sein, dass er ja auch ein bisschen Druck ausübt. Ich sehe das ähnlich. Die Chinesen taktieren so. Das ist einfach chinesische Wirtschaftspolitik. Es ist ein Schritt vor, es ist wieder ein Schritt zurück, dann sind zwei Schritte vor, nochmal ein Schritt zurück, wie du das schon sagtest. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass Trump zum Beispiel hingeht und sagt jetzt wirklich, wenn die Stimmung so antichinesisch ist und es ihm wirklich helfen würde, so eine Wahl zu gewinnen, dass er zum Beispiel einen Phase-1-Deal platzen lassen würde. Ja, er könnte es rein theoretisch, denn was die Chinesen im Moment machen, sie halten sich nicht an diesen Phase-1-Deal, was aber natürlich auch Corona-bedingt ist. Sie hätten eigentlich jetzt bis Ende März schon über 30 Milliarden Dollar Güter importieren müssen aus den USA. Sie haben nicht mal die Hälfte importiert. Also das sind alles so Sachen, das hängt in der Luft im Moment, aber Trump kann es sich natürlich am Ende auch nicht leisten, hier so einen Deal platzen zu lassen, weil es gibt in Amerika ja auch einen Spruch und der heißt nun mal, it's the economy stupid. Ja, also wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann wirst du auch nicht wiedergewählt. Also das ist so eine Gratwanderung, die Trump da im Moment vollziehen muss. Also es ist natürlich auch nach wie vor traurig. Ich meine, was ist die Alternative? Ich habe jetzt mal Joe Biden in einem längeren Interview gesehen. Da habe ich mir die Frage gestellt, ja, überlebt er überhaupt eine Amtszeit, wenn er denn antritt? Also da frage ich mich, ob es da nicht doch besser ist, Trump noch mal 4 Jahre machen zu lassen. Okay, dann haben wir es gepackt und hinter uns. Aber ob Joe Biden jetzt wirklich die seligmachende Lösung ist, die Frage stelle ich mir. Nein, ist es nicht. Zum einen ist er zu alt, was vielleicht der Vorteil ist, dass wirklich die Demokraten von der linken Seite wirklich, dass die aus dem Rennen sind. Das ist schon mal positiv bei einer Elizabeth Warren. Da hatte ich wirklich die Nackenhaare hochstehen. Also das wäre der Super-GAU gewesen. Also da ist Biden dann sicherlich noch die sinnvollere Alternative. Aber in der Tat, er ist einfach zu alt. Das muss man klar sagen. Jetzt kommen wir noch mal kurzfristig auf den Markt. Also Richtung Herbst natürlich, die Wahlen rücken näher. Trump kann eigentlich ja auch keinen Börseneinbruch mehr vertragen oder gebrauchen. Also das würde sicherlich die Stimmung noch mal zum Kippen bringen. Von daher kann man vielleicht ja von dieser Seite schon auch zuversichtlich sein, dass er vielleicht ein bisschen schimpft und rührt, aber letztendlich auch wieder einlenkt, um die Kurse Richtung Wahl auch nach oben zu treiben und zu sagen, hey, schaut mal her, Amerika, uns geht's gut, die Wall Street läuft. Genau das ist meine große Hoffnung, dass das passieren wird. Und so wird es dann am Ende auch ausgehen. Da bin ich mir auch relativ sicher, wie ich das gerade schon sagte. It's the economy stupid. Er kann sich nicht erlauben, dass die Wirtschaft und auch die Börse vor den Wahlen schwach ist. Er wird natürlich polemisch gegen China weiterschießen, aber er wird womöglich anders handeln in diesem Zeitraum. Was danach dann kommt, sollte er wiedergewählt werden, das muss man dann schauen. Kurzer Blick noch nach Europa. Klar, wir wissen, die Musik spielt ganz klar an der Wall Street. Hier wird eigentlich die Richtung vorgegeben. Deutschland ist ein anderes Thema. Der DAX natürlich auch zusammengesetzt. Da ist dann natürlich auch nicht wirklich ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft.
Aber jetzt Europa natürlich auch uneinig, wie man jetzt diese Corona-Pandemie bekämpft. Ursula von der Leyen, die EU will 750 Milliarden Euro verteilen, 500 Milliarden davon verschenken. Österreich ist dagegen, Holland ist dagegen. Ja, wie kriegt man Europa eigentlich wieder auf die Beine? Das ist schon eine schwierige und traurige Nummer. Da haben es die Briten zum Beispiel jetzt durch den EU-Austritt am Ende deutlich einfacher. Ich denke, wir müssen uns hier in Deutschland vor allem auf uns erstmal fokussieren. Ich denke, was wir an Hilfspaketen hier in Deutschland losgetreten haben, das geht in Ordnung. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, wie es viele sagen, eine Vergemeinschaftung der Schulden, das sollte es nicht geben. Also ich bin schon der Meinung, dass man im Moment unbedingt eine Ausnahme machen muss. Das heißt, diese Eurobonds, die ich sicherlich nicht liebe, aber meiner Meinung nach brauchen wir in einer Corona-Zeit wirklich Corona-bedingte Eurobonds. Die brauchen wir auf jeden Fall, denn eins darf man nicht vergessen, Italien und Spanien sind enorm wichtige Absatzländer für Deutschland, aber gleichzeitig sitzen dort auch enorm wichtige Zulieferer, die Zuliefererketten durchaus, die Lieferketten durchaus bedrohen können. Also ich bin durchaus für Eurobonds einmalig und hoffe, dass man sich in dieser Form auch einigen wird. Darauf zielt ja im Grunde genommen auch die EU-Hilfsmaßnahmen ab. Ja, dass man auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Phase wirklich dann überbrückt, dass man wirklich die schlimmsten Löcher einfach stoppt. Und das ist ja auch wiederum eine Chance eigentlich für Europa, vielleicht doch an gewissen Stellschrauben enger zusammenzurücken, als das vorher der Fall war. Das wäre wünschenswert, das sehe ich genauso. Ja, Prognose für die nächsten 10 Tage, 14 Tage an den Börsen. Wann kommt mal wieder eine Atempause? Ich glaube, wir sind nicht weit weg davon. Wenn ich mir die Markttechnik im DAX guck anschaue, inklusive Stochastik, gleiches gilt für den S&P 500 und den Nasdaq, dann glaube ich schon, dass wir jetzt kurz vor einer Korrektur stehen. Was der Anlass sein wird, weiß ich nicht. Aber Fakt ist einfach, wir sind überkauft. Wir sind auch den Fundamentaldaten einen Ticken zu weit weggelaufen. Eine Korrektur wäre wünschenswert. Börse ist natürlich leider kein Wunschkonzert. Im Aktionärsbrief sitze ich im Moment auf 30% Liquiditätsquote. Die würde ich gerne noch loswerden. Also ich prophezeie jetzt für die nächsten 10 Tage eine Korrektur zwischen 5% und 8% im DAX. Ja, dem stehen manche Sentimentfaktoren wieder entgegen. Also die Stimmung jetzt, wenn man Fear and Greed Index anschaut, ist alles andere als euphorisch. Und viele professionelle Investoren stehen ja an der Seitenlinie. Warren Buffett hortet ja irgendwie 140 Milliarden, hat sich jetzt sogar noch von Assets getrennt. Ja, also die stehen ja mit Cash da und warten, dass es mal zurückgeht. Und eigentlich ist das doch so ein Stimmungs Bereich, wo es noch nicht zu einer Korrektur eigentlich kommt. Erstmal müssten die ja eigentlich wieder mal investieren. Ja, das ist das Problem. Die Vermögensverwalter haben auch den ersten Schwung zwischen 8.2 und 11.000 quasi gar nicht mitgemacht. Und die sind erst seit 11 kräftig in den Markt rein. Das kann natürlich sein, dass uns das noch ein bisschen nach oben treibt. Ich habe im DAX auch immer noch die 200-Tage-Linie zum Beispiel ein bisschen im Hinterkopf. Die läuft bei 12.1 ungefähr, aber dennoch glaube ich, 40 oder dann fast 45% Kurszuwachs innerhalb von 10 Wochen, die bedürfen einer Korrektur und ich kenne auch kein Beispiel, wo 45% Kurszuwachs in einem Index innerhalb von wenigen Wochen noch nicht zu einer Korrektur geführt haben. Mr. DAX, Dirk Müller, hat ja den nächsten Crash schon vorausgesehen, ja, oder sagt jetzt wieder, es wird noch crashen, wir werden auch unter 8.000 fallen. Also von daher, irgendwann wird er auch wieder mal zumindest ein bisschen recht haben. Ja gut, soll er meinetwegen recht haben, ich kaufe seinen Fonds nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende, ein verlängertes Wochenende. Bleib schön gesund und wir sprechen uns in Kürze wieder. Danke dir, lieber Volker. Danke, liebe Zuschauer von Aktienlust TV. Und natürlich nächste Woche, ab Dienstag, geht es dann wieder weiter mit der Börsenwoche. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.